Ja, es ist wie auf einer Baustelle, wo Verschallungen sind. Und ja, es wird wahrscheinlich was absolut Geiles wieder, oder? Wenn ich da jetzt aufsteigen muss, ist nichts für mich. Das Nervenkitzel darf ja auch sein, ne? Also man sieht jetzt hinter mir schon was Hohes stehen. Das wird noch dreimal so hoch. Dann macht es erst richtig Spaß. Es wird schon wieder eine Herausforderung sein für die Leute, für die Techniker, also für die Designer. Wenn es kompliziert wird, schwere Sachen eingeflogen werden müssen und man dann da oben hat man ja nicht viele Möglichkeiten, sich zu bewegen. Diese Begrenztheit und dieser Nervenkitzel bei der Höhe ist natürlich was sehr Schönes. Unser Job ist dann, wie gesagt, beim Aufstellen die einzelnen Steher miteinander zu vernageln, später dann alle Bolzen nachzuziehen, die Strecke anzufangen mit dem Walkboard, also dem Brett, auf dem man dann läuft. Ja, ich selbst fahre ja auch gern Achterbahn. Ja, das ist jetzt so eine Glaubensfrage, Holz oder Stahl? Ich sag mal so. Stahlbahn ist ganz lustig mit Loopings und so weiter, aber so eine handgemachte Holzachterbahn, das arbeitet, das macht Geräusche, das ruckelt auch ein bisschen. Das ist einfach alte Schule. Holzachterbahn der alten Schule, das gefällt mir sehr. We love riding roller coasters in Europa Park.